Neben mir ist jetzt Sven Bornemann von einem Produkt, das ihr noch gar nicht kennen könnt, weil es noch gar nicht da ist. Es ist nämlich NetID. Und die Idee dahinter ist ein Single Sign-On-Service, der sich durch das ganze deutsche Internet durchzieht. Also nicht mehr 1000 Logins merken und auch nicht mehr mit Facebook einloggen und Google, sondern jetzt mit einem schönen deutschen Login. Habe ich das so richtig gesagt? So ist es. Es ist ein deutscher Login, aber wir tragen den europäischen Anspruch und Namen. Die European NetID Foundation, also eine Stiftung mit einer Ausrichtung, diesen Login, diesen Single Sign-On, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit zu etablieren. Das ist unser Ziel. Ja. Bedeutet, der Nutzer muss sich in Zukunft sowieso irgendwo überall anmelden. Wir melden uns ja eh schon überall an. Also wir melden uns bei GMX an, wir melden uns bei einer Airline an, wir melden uns sonst wie an. Beim Shoppen, genau. Beim Shoppen melden wir uns überall an. Wozu brauche ich jetzt noch einen zusätzlichen Login-Service? Naja, am Ende des Tages ist es so, die Datenschutzgrundverordnung lässt grüßen und das, was danach kommt, also die Privacy-Verordnung ist ja dann ein Thema, was uns auch noch bevorsteht. Die wird die Möglichkeiten für die digitale Wirtschaft einschränken, sozusagen mit Cookies zu arbeiten. Das ist ja heute das Tool der Wahl, um auch Nutzer wiederzuerkennen, Warenkörbe zu füllen und so weiter, diese Dinge nachzuhalten. Das wird potenziell künftig nicht mehr so einfach sein. Und dann braucht es für die digitale Wirtschaft alternative Möglichkeiten, sozusagen, um den Nutzer wiederzuerkennen, um ihn adäquat zu versorgen mit Inhalten und so weiter. Und das ist dann der Login. Jetzt muss man da aber ein kleines Klammerzeichen drumherum machen. Dann braucht man nämlich für die deutsche digitale Wirtschaft ein Login, weil die anderen haben das ja. Google sagt ja seit Jahren, wir brauchen gar keine Cookies mehr. Facebook hat ein Tracking-System, genau, wo du keine Cookies mehr brauchst. Aber so Unternehmen wie, ich sag jetzt mal, RTL, IP Deutschland, den deutschen Vermarktern, wie sie alle heißen, denen bricht ja durch die Datenschutzgrundverordnung quasi ein komplettes Businessmodell weg, weil sie diese Daten gar nicht mehr in einem Netzwerk verbreiten dürfen. Also das heißt, was jetzt gerade so schön geistig klang, wir sind dann auch so die Lösung für den Datenschutz, ist auf der anderen Seite aber auch komplett die Lösung für das Businessmodell der Verlage. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist schon so, nicht nur für die Verlage, eigentlich für die gesamte digitale Wirtschaft. Also heute ist natürlich, sind Google und Facebook ja schon heute übermächtig, wenn man sich mal anschaut, die Budgets im digitalen Marketing, wie viel davon dorthin geht zu den GAFAs. Und das ist insgesamt ein großes Problem, weil mit den Budgets geht auch das Wissen über die Nutzer weg. Und so gesehen ist die NetID sozusagen auch ein Angebot an die Nutzer und auch an die Wirtschaft, die digitale Wirtschaft in Deutschland und Europa, sozusagen hier dem hier einen Riegel vorzuschieben. Ja, eine Alternative anzubieten, sodass die Nutzerdaten auch der digitalen Wirtschaft in Europa erhalten bleiben und man damit arbeiten kann. Möglicherweise nimmst du mir den Vergleich total übel, aber ich muss ihn trotzdem bringen. Das klingt ein bisschen nach Mimimi und wir haben jetzt auch unsere D-Mail. Bitte was? Nach was? Nach Mimimi. Wir haben jetzt auch unsere D-Mail und unser E-Postbrief, wo wir sagen, wir haben es leider verpasst, den Nutzern was anzubieten, wo sie gerne hingehen. Und jetzt ziehen wir einfach 8 Jahre später was hoch, wo sie dann in so eine Art sauren Apfel beißen, wo sie sich einloggen müssen. Naja, also es ist schon 11:55, das kann man schon sagen. Google und Facebook sind so übermächtig und eine ganze Reihe von Unternehmen, Deutschland auch in anderen Ländern, haben ja versucht sozusagen mit irgendwelchen Logins zu arbeiten. Aber um mit so einem Modell erfolgreich zu sein, man braucht zwei Dinge. Man braucht eine Reichweite in der Nutzerschaft und mit der NetID haben wir vom Start weg eine Reichweite in Deutschland von 35 Millionen Nutzern, nämlich all die Accountinhaber von GMX, von Web.de, von 7Pass, bei ProSieben und der Mediengruppe RTL. Und es braucht Frequenz in der Nutzung. Können die GMX und Web.de-Nutzer auch sagen, ich habe gern mein GMX und Web.de-Konto hier, aber ich will dieses NetID gar nicht? Klar, also es ist eine Eigenschaft ihres Kontos, ob sie es nutzen oder ob sie es nicht nutzen, es ist allein ihnen überlassen. Okay. Die wichtige Botschaft ist, wenn ich ein Web.de, ein GMX-Konto oder wenn ich 7Pass oder RTL-Account-Inhaber bin, brauche ich mich nicht irgendwo zu registrieren bei NetID, sondern ich nutze einfach meinen Zugang mit den Credentials, also die E-Mail-Adresse und das Passwort und bin drin. Kannst nutzen und muss nichts weiter tun. Das ist sehr komfortabel. Das heißt, eure Idealvorstellung wäre, ich gehe mit meinem ProSieben oder mit meinem GMX-Passwort künftig auch bei Zalando shoppen und logge mich bei otto.de genau, ein und gebe im Hotel mein WLAN-Passwort. Ich brauche mir nicht 25 Passworte zu merken, meine unterschiedlichsten Regeln, Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen und so weiter, sondern einfach diese Credentials und das kann ich nutzen. Das nutze ich jeden Tag mehrfach, über den Monat, übers Jahr. Sehr komfortabel. Und diese Informationen werden auch weggespeichert natürlich bei den entsprechenden Publishern, dass ich das nicht immer wieder machen muss. Ja. So, das ist mal das eine. Und das andere, was da dabei steht, ist, dass sozusagen der Nutzer die Möglichkeit hat, über ein zentrales Privacy Center, so nennt sich das, dann auch sich zu informieren und das nachzuhalten. Das ist gesetzlich jetzt vorgeschrieben, welchem dieser ganzen Player, ob das jetzt ein E-Commerce-Anbieter ist oder ein Content-Anbieter, habe ich eigentlich welche Informationen gegeben von mir. Ja. Wer hat welche Adresse von mir für Lieferungen zum Beispiel oder Bankdaten oder, die ich willentlich und wissentlich und explizit gegeben habe.
Das kann ich ändern, kann ich zurücknehmen, kann ich anpassen und so weiter. Jetzt schafft ihr mit den Medienunternehmen und mit der 1&1 oder mit United Internet, also 1&1, Web.de, GMX, ein richtig großes Momentum an Nutzern, die da theoretisch ab dem Start dabei sein könnten. Mit auch, ich sag mal, einer gewissen Motivation, weil jemand, der seine Mails lesen möchte bei GMX und Web.de, der möchte auch weiterhin sich einloggen können. Aber sonst ist diese Motivation, jetzt was anderes zu wenden, was Neues, ja sehr gering. Es gibt ja auch noch ein Konkurrenzprodukt zu euch, wo jetzt gerade die Airlines damit arbeiten, Banken damit arbeiten. Mhm. Warum tut ihr euch da zum Start nicht einfach zusammen? Zu sagen, jetzt haben wir, also ich sag mal D-Mail und E-Postbrief, jetzt haben wir wieder zwei Lösungen, wo zwei sagen, 5 vor 12, wir müssen da was machen. Na, warum baut man da nicht, also du sagst europäischer Anspruch, wo ist denn da so die... Naja, also besser zwei als keine, ne? Also ich meine, wenn du viele andere Märkte anschaust in Europa und wir kriegen ja eine Menge Rückmeldungen jetzt auch aus anderen Märkten jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Da sind wir ganz weit vorne. Ich finde es eigentlich ziemlich klasse, dass man sich an zwei Stellen darüber Gedanken gemacht hat. Natürlich ist das auch eine Überlegung, wie kann man das in irgendeiner Form zusammenfassen. Der Punkt ist, Verimi und die NetID, wir haben ein bisschen unterschiedlichen Ansatz. Also Verimi ist der andere Dienst. Genau. Also wir konzentrieren uns auf reichweitenstarke Services, weil wir glauben, dass wir den 35 Millionen Nutzern Dienste bieten müssen, die sie täglich mehrfach nutzen. Und das ist das Nutzen von Inhalten, von Angeboten bei den Publishern da draußen, E-Commerce und diese Themen. Also und diese Angebote, wo ich mich ansonsten mit einem Video-Ident-Verfahren vielleicht registrieren müsste, davon gibt es nicht so viele. Das ist kein tägliches Doing für die Nutzer da draußen. Deswegen glauben wir, dass das der richtige Weg ist. Und ob das in irgendeiner Form vielleicht auch mal zusammenkommt, wir werden es sehen. Ich habe so ein bisschen rausgehört, dass eure Big Competition ist so ein bisschen Facebook und Google, habe ich so rausgehört. Aber wenn ich das so jetzt heraushöre, ist eigentlich euer größter Competitor Amazon, weil die mit Amazon Pay und mit dem Amazon Login ja mittlerweile auch in anderen Shops drin sind. Ja. Amazon gerade ein riesen Werbesystem aufbaut, ja, mit Amazon Prime, mit Alexa, ja von hinten und vorne durch alle möglichen Haushalte kommt. Also dann reden wir doch gar nicht mehr über Facebook und Google. Nee, die Bedrohung, also die bieten halt diesen expliziten Login an, das macht Amazon auch, aber der ist lange nicht so verbreitet, deswegen ist natürlich immer sehr prominent das. Wir müssen ja hochfahren. Und da gehen auch die Budgets hin. Amazon ist, keine Frage, steckt im GAFA, das ist ja sozusagen dieses Kürzel, ja auch drin. Und das ist von daher auch sehr ernst zu nehmen, was die Kollegen da machen. Umso wichtiger, dass man die Kleinstaaterei in Deutschland und auch in Europa ein Stück weit auf die Seite schiebt. Also wir führen aktuell sehr, sehr viele Gespräche mit Publishern, mit E-Commerce-Anbietern. Und wir glauben, dass wir da einen Nerv getroffen haben. Das ist ja ganz offensichtlich, weil es eben diese Kollegen aus den USA gibt, die da sehr stark agieren. Und das alleine wird aber auch nicht reichen. Wir müssen das in Europa, auf Europa ausbreiten. Wir brauchen Reichweiten und Frequenzen über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Deswegen European NetID Foundation mit dem Anspruch, das europaweit zu machen. Weil überall dort auch die Datenschutzgrundverordnung gilt und die GAFAs dort auch überall sehr, sehr, sehr mächtig sind. Dann schauen wir mal, ob das die Nutzer annehmen. Ihr werdet in wenigen Tagen damit starten. Das könnt ihr dann wahrscheinlich als erstes mal sehen bei GMX und bei Web.de und bei vielen Angeboten im Umfeld von Publishern wie RTL und auch einigen E-Commercern. Vielen Dank, Sven, dass du da warst. ProSieben auch dabei. Ja? Genau. Und dann schauen wir mal. Also NetID, wenn ihr es seht, dann wisst ihr, das ist der Kollege dahinter. Sign in with NetID.